Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ein gemeinsames Signal zur Erhaltung des Provinzialstandortes hier in Schleswig-Holstein in der Landeshauptstadt Kiel, das ist das große Ziel und das Ziel auch der Anträge, die vorliegen. Deswegen bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Es gibt viele Themen, wo die Opposition sich zeigen kann, dass man an diesem Punkt nun die Auseinandersetzung sucht, Herr Koch, finde ich doch ein bisschen merkwürdig. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, weil man vielleicht einen gemeinsamen Antrag hinkriegt, um auch den Beschäftigten insbesondere zu signalisieren, dass die Landesregierung, dass das Parlament, dass sie hinter ihnen stehen, ein bisschen milde zu wahren. Aber was Sie hier vorgetragen haben, war doch schon sehr erstaunlich. Dass Sie natürlich mal wieder das Sparkassengesetz, die HASPA hier ins Spiel gebracht haben, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber dass Sie uns jetzt bei dem Thema Verstaatlichung links überholen, das gibt mir echt zu denken. Und die Zahl der selbsternannten Arbeiterführer in der CDU scheint sich auch zu erhöhen. Ich begrüße das ausdrücklich. Aber Herr Koch, zum Kern. An anderer Stelle nehme ich ja auch hin, als Verantwortlicher zum Beispiel für die Verkehrsinfrastruktur, dass da viele Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen worden sind, zu denen ich jetzt stehen muss. Und jetzt kommen wir mal zu dem Vertrag. Wenn Sie den so kritisieren von 1995 und 2005, warum haben Sie während Ihrer Regierungszeit nicht versucht, diesen Vertrag zu ändern? So, ja, Entschuldigung, billige Argumente haben Sie vorgebracht, indem Sie sagen, diese Verträge sind nicht gut genug. Was steht in den Verträgen drin? Diesen Vertrag von 2005 ist es zu verdanken, und zwar dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und dem Sparkassen-Giroverband Schleswig-Holstein, dass wir diese Absicherung haben, was die Provinzial angeht. Da ist der Verbleib der Provinzial im öffentlichen Finanzverbund festgeschrieben. Festgeschrieben ist nach unserer Interpretation dort im Übrigen auch, Sie haben es schon erwähnt, der Sitz der Provinzialbrandkasse und der Lebensversicherer in der Landeshauptstadt Kiel. Und deswegen, Herr Koch, ist das ein guter Vertrag, auf den wir aufsetzen können, um das ganz deutlich zu sagen. So, und wir reden hier nicht über Verschmelzung, wir reden nicht über Fusionen, weil nur eine Fusion, die uns überzeugt, kann letztendlich von irgendeinem eine Zustimmung bekommen, der verantwortlich ist für die Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein. Insofern ist das nichts Aktives, was die Landesregierung betreibt, um damit deutlich zu werden. Das Land hat weitreichende Mitspracherechte mit dem Vertrag und deswegen haben wir auch klar gemacht, dass eine Privatisierung der Provinzial für uns nicht in Betracht kommt. Wir wollen uns einsetzen für einen starken öffentlichen Versicherer. Herr Minister, gestatten Sie eine Bemerkung des Abgeordneten Koch? Ja, sicherlich. Herr Koch, bitte. Herr Minister Mayer, mögen Sie einmal darstellen, welche Mitwirkungs-, Mitentscheidungsrechte Landesregierung und Landtag hätten, wenn die drei Sach- und Unfallversicherer der Provinzial Nordwest beschließen, in ihren Gremien miteinander zu fusionieren. Und vielleicht können Sie auch darauf eingehen, inwieweit der Sparkasse und Giroverband Schleswig-Holstein auf diese Entscheidung wirklich Einfluss nehmen kann. Wir haben durch den Vertrag Mitspracherechte, die wir auch wahrnehmen. Aber Sie werden verstehen, dass wir hier nicht alle auf informellen Gespräche, die wir führen als Landesregierung natürlich in dieser Angelegenheit, dass wir die hier offenlegen. Im Moment ist das eine Idee eines Chefs der Provinzial, der nur noch bis zum Herbst an Bord sein wird. Und am 22. Oktober wird der Aufsichtsrat über einen neuen Chef der Provinzial befinden. Und mit dem werden wir selbstverständlich über seine Pläne für das Unternehmen sprechen. Insofern ist, glaube ich, hier Unruhe in eine Debatte gebracht worden, die es zurzeit an der Stelle nicht gibt. Wenn ich noch einmal nachfragen darf. Ob ich Sie richtig verstanden habe, also Ihre Mitwirkungs- und Entscheidungsmöglichkeiten beziehen Sie auf informelle Gespräche, auf Gespräche mit dem Vorstand. Würden Sie mir recht geben, dass der Vertrag Ihnen keinerlei Möglichkeit an die Hand gibt, Nein. darauf Einfluss zu nehmen? Nein, der Vertrag gibt uns Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Das ist die Antwort. Okay, dann setzen Sie Ihre Rede gerne fort, Herr Minister. Ich bin dann mal gespannt, wann Sie das Protokoll. Dankeschön. Natürlich ist es so, dass wir als Land bei der weiteren Entwicklung der Provinzial, das weiß ja auch jeder, nicht der Erstentscheider sind. Es gibt eine Eigentümerstruktur, die bekannt ist,
40% Sparkassenverband Westfalen-Lippe, 40% Landschaftsverband, 18% immerhin die Anteile Sparkassenverband Schleswig-Holstein. Aber das sind alles Eigentümer, auch hier ganz wichtig, die im öffentlichen Lager angesiedelt ist. Und deswegen werden wir unseren politischen Einfluss natürlich wahrnehmen, wenn es darauf ankommt. Und im Übrigen, natürlich ist eine gemeinsame Erklärung von Betriebsrat und Vorstand der Provinzial Nordwest hilfreich. Sie wird nicht am Ende entscheidend sein, aber sie ist hilfreich, um auch hier eine Positionierung vorzunehmen. Wir begrüßen das ausdrücklich. Meine Damen und Herren, wir dürfen natürlich nicht die Augen davor verschließen, wenn wirtschaftliche Notwendigkeiten dazu zwingen, über Veränderungen nachzudenken. Aber das Ziel muss immer der Fortbestand einer öffentlichen Provinzial sein. Das ist unverzichtbar für den Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein, für die Arbeitsplätze, und wir reden über 1000 Arbeitsplätze am Standort Kiel, und dafür, das können Sie sicher sein, dafür kämpfen wir. Und ich finde es auch wichtig, dass die öffentliche Hand Einfluss behält bei öffentlichen Finanz- und Versicherungsdienstleistern. Ganz wichtig, dass wir eine Versicherung haben, die sich der gemeinwohlorientierten Daseinsvorsorge verpflichtet fühlt und nicht primär Gewinnmaximierung zum Ziel hat, meine Damen und Herren. Und da sind wir uns auch einig mit Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Wir wollen, dass der öffentliche Auftrag der Provinzial nachhaltig und dauerhaft erfüllt wird. Das wird die Landesregierung immer im Blick haben. Und das werden wir auch dem neuen Chef der Provinzial deutlich machen. Schleswig-Holstein ohne Provinzial, das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Vielen Dank.